Also das Kajakfestival Tirol gibt es mittlerweile seit 6 Jahren, seit 3 Jahren im Stubaital. Wir zeigen ein wenig, was alles möglich ist. Das heißt, es gibt sehr viele Wildwassertouren, es gibt Kanu-Polo am Natterer See, es gibt jetzt auch heuer neu ein Raftingrennen, das mit dabei ist. Es gibt ein Potocross. Das heißt, wir wollen einerseits den Kajakfahrern, die herkommen zu uns, und es sind ein paar hundert, wollen wir eben was bieten. Andererseits wollen wir auch der Bevölkerung interessante Events bieten zum Zuschauen. Das heißt, wir wollen den Kajaksport ein bisschen etablieren. Super cool. Ich glaube, ich bin die am meisten erstaunt ist. Hier an der Spitze bin. Ich habe gedacht, ich fahre einmal mit und mit dem olympischen Gedanken und jetzt bam! Also an der Ruhr gibt es ganz konkrete Pläne, Wasserkraftwerkspläne. Das heißt, die DIWAG plant, das ist die Tiroler Wasserkraft AG, die plant, Quellbäche von der Ruhr jetzt abzuzapfen, abzuleiten. Und das würde dann den Kajaksport auf der Ruhr jetzt sehr stark beeinträchtigen bzw. streckenweise verunmöglichen. Und genauso das Leuchtturmprojekt, Sommerleuchtturmprojekt des Tourismusverbandes, dem Wilde Wasserweg, der extrem gut ankommt, der einer der meistbesuchtesten Themenwanderwege Österreichs ist, würde das komplett die Glaubwürdigkeit einfach entziehen. Wir haben schon mal gespaßt, so den Wilde Wasserweg müsste man dann in Restwasserweg umtaufen. Das heißt, wenn da nur noch ein Rinnsal runterrinnt, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Touristen fernbleiben. Auf den Videos, so, wo es wirklich um die Wurst geht, sprich wo es schweres Wildwasser hat, das sind eigentlich dann die Teilstrecken, die, falls es zu diesen Kraftwerksplänen kommen würde, falls das umgesetzt würde, werden genau diese Strecken am meisten davon betroffen. Das heißt, es geht da genau um diesen Oberlauf der Ruhr jetzt, diese ganzen teilweise noch unbefahrenen, unerkundeten Teilstrecken. Wir sind halt selber was gefahren, was wir noch nie gefahren sind vorher, das gibt es recht selten. Und das ist da halt noch möglich. Das heißt, es ist Neuland und sollte es jetzt zum Beispiel zu diesen Plänen kommen, dann wäre das auch schon wieder weg. Das wäre natürlich eine Tragödie für uns und ein Riesenverlust. Was wir heuer zum Beispiel machen mit dem Tourismusverband gemeinsam, ist da ein Klaus Euerle ein Programm für alle Touristen, auch für einheimische Kids, wo wir mit Kindern ab 10 Jahren SUP machen, Kajak fahren, nachher eine Rafting-Tour auf der Ruhr jetzt machen. Das ist alles hier vor Ort, also an Ort und Stelle. Und das sind so die positiven Events, um die es jetzt geht. Das heißt, das ist der Wilde Wasserweg, das ist jeder einzelne Kajakfahrer, der da runterfährt und Spaß hat, trägt dazu bei, dass man das schützt in Wirklichkeit. Das heißt, am Anfang war es halt notwendig, da mal ordentlich reinzufahren mit der Brechstange, und jetzt ist es eigentlich eher das Genießen und auch das Hoffen, dass unsere Wünsche gehört und erhört werden. Aus meiner Sicht ist es unverantwortlich, diese Bachableitungen aus dem Stubaital umzusetzen.